Brauche ich keinen scheiß Solar mehr, wer braucht die Kacke? Wow, 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 gleich Spiker Wow. dreht hier im Rad gleich, pass auf. Ja, Schon mal stoppen. in der Rüstung, Digga, nee. Da habe ich lieber einen Brennstab zwischen den Beinen. Ein Brennstab. Okay. Um es ganz radikal zu sagen. Also, was du zwischen den Beinen hast. Brennstab. Das brennt. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Brennt's bei euch immer auch so beim Pissen? Hä? Warte mal, das heißt Uran und Tsunami hier ohne Ende. Das heißt, ich kann die rote Linie abreißen. Geil. Okay, da ist noch was. Oh, kann man irgendwie. Oh. Hättest du gern. Oh, ich glaube, ich habe da gerade Strom gekappt. Ach, die Mann. Wie viel mache ich Ah, verarscht. denn? Ich glaube, ich mache 4. Ach, hast du mir jetzt aber reingekriegt, Mensch. Ich habe es schnell wieder platziert. Nein, ich habe es wieder getrennt. Wie kann ich da reinklatschen? Verarscht. Lol. Ah, cool. Okay, die sind gar nicht so groß. Okay. Was da rein? Was noch? Leichtbauteile. Blaue Circuits. Nicht. So, das kann ich hier mal per Hand zu Ende bauen. Hier kommen So. noch da zwei Türme rein. Zwei Grabbler. Da und da. Lasertürme, zwei Stück hier und hier. So, jetzt muss ich gucken, wie machen wir hier das am besten? Die Verbindung von hier nach da. Ich könnte das da bei der Ecke, wo ich da gerade Einfach dran rein. stehe. Hier Cup und nach rechts durch. Also nur das Belt muss nach rechts führen. Gut, das heißt, warte mal, das heißt, wir können das hier mal Weil diese Brücke ab. alles, was da oben ist, das kann ja dann weg. Diese Mauer, die ist ja unnötig dann. Ja, deswegen. Ja, wir machen das so. Der Cut kommt quasi hier rein, okay? Können wir uns so einigen. Ich muss jetzt mal gucken, ob das so überhaupt klappt. So, zack. Das heißt, die Mauer wird unten hier fortgesetzt. Ist ja gar nicht teuer. Ist nicht teuer. Und die Rüstung ist gar nicht teuer. Anscheinend ist sie nicht teuer. Nee. Die kann ich jedes Mal Wie teuer bauen. ist sie denn? Digga, deine ganzen Roboterhangare, ey. Ich baue gerade selber. Wie viel brauche Ja, ich? rat mal, wie lange Vier. ich da dran saß, so. Ja, Ewigkeiten anscheinend. Digga, ich mache mir 4, glaube ich. Jetzt habe ich, glaube ich, 3. Nee, 2. Digga. Und ich glaube, hat jemand das angefordert? Nö, ich hab's die ganze Zeit per Hand weggenommen. Was Hat denn? jemand Roboterhangare 2 angefordert? Ja, hast du, Zeddy. Ja, ich habe 3 Stück. Ah, Mensch, da ist er. Okay, Ah, cool. geil, ey. Gut, dass das Okay, mach ich System mal eben kurz die funktioniert. Anbieterkiste weg und mach nur eine normale Kiste hin. Und dann produziere ich mal weiter. Und ich frage mich so, hä, ich habe doch einen dritten gebaut. Und auf einmal ist er weg und ich so, hä, ich war voll perplex gerade. Geil. Ja, nee, aber jetzt habe ich endlich mal meine 4 Stück, das ist Ja, gut. bitte. Bitte, Danke, danke. bitte. Unglaublich. Schön. Ach ja. Ja, man muss sich halt auch in die Reihe stellen, ne? Wenn du dich versuchst, an der Warteschlange vorbeizumogeln, ne? Mach sowas fertig, leg das eben kurz zur Seite. Roboter klaut das weg und ich so. Warte mal. War da nicht gerade was? Persönlicher Akku. Stahl. Werden persönliche Akkus hergestellt? Übrigens, Eisen läuft jetzt wieder. Nein. Okay, sehr gut. Ich habe das auch komplett durchgeführt. Wir haben jetzt von der 8er Linie, die hier produziert wird, werden 4 nach oben gesplittet, also 2 in die alte Produktion, 2 in die neue. Und dann gehen die restlichen 4 bis hierhin und supplementieren die 4 Linien vom Mainboss nochmal. Boah, okay. Ist alles voll. Deutsch. Deutsch, Bruder. Ja, also bis jetzt Bass komplett voll mit Eisen. Da dürfte jetzt nichts mehr fehlen.
Nee. Haben wir Anbieter und Anforderungskisten in Produktion? Nein. Mache ich auch mal eben kurz. Doch, haben wir. Klar. Da oben. Kann ich das auch anfordern? Ja. Müssen wir ein bisschen. Okay. Ein bisschen wixen. Wixer. So. Nee, das gefällt mir hier unten. Zack. Zack. Jeep Chanone. Boom. Bam. Pow. Was ist da passiert? Warum sind da ein Surter auf dem Munitionsbass und eine Pistole? Hä? Oder fuck? Da liegen Stack-Inserter und eine Pistole auf dem Munitionsbett. Da hat wohl jemand nicht gründlich gearbeitet. Was ist denn da passiert? Das ist ja wild. Lol. Das ist wirklich funny. Ja, moin. So, persönliche Akkus. So, Sadie, guck mal. Gefällt dir das, was du siehst? Gefällt es dir? Oh, oh mein Gott, das ist ja mega gut. Das gefällt mir richtig gut. Geil. Ich find doch geil, wie hier einfach das... Ich will das nicht abreißen, das mache ich nicht. Nee. Was denn? Diese Kurve an Pipe hier. Das ist zum Chillen, Alter. Zum Hinsetzen, ne? Eine Sitzecke. Das ist halt so gebaut, wie die Kante hier unten war, von wegen, ja, da hat mal jemand was hingebaut, das will ich nicht ab. Das bleibt so. So, Sadie, jetzt ist die Frage, wir haben jetzt hier konstante Uranversorgung. Ja. Soll ich mal manuell durchlaufen und alle roten rausholen, Munition? Könntest du machen, musst du aber gar nicht. Das wird mit der Zeit eh. Sobald ein Turret schießt, geht's irgendwann leer, dann füllt er sich mit Uran voll. Alles gut. Das regelt sich von alleine einfach. Okay. Man kann auch jetzt sich noch ein paar Mauern, weil da haben wir die nötige Struktur dafür. Hier ist das so, da ist es so. Ja, das gefällt mir. Ist im Pfad auf. Die Mauer kann ich aber wegreißen. Die Mauer. Die hier. Die dort. Ich habe mal kurz sämtliche Bäume in unserer Base angewiesen abzubauen, ja. Zum Abriss freigegeben. Wo sämtliche Bäume? Ja. Ah, da ist das viel Holz. Nice. Er und sein Holz. Wäre das nicht smarter? Zirka hat da oben gebeten, einfach nur, dass da Munition hier oben ankommt. Dann mache ich das einfach da unten hin zum Beispiel. Richtig. Ha, Sönke auch dribbelt. Wow. 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 Würde ich nicht sagen. Weil Cedric hat das auch schon eben gerade gesagt oder mehr gesagt, als wir das besprochen hatten. Oh, jetzt hat er es dir zurückgegeben. Wow. Out dribbelt. Ja, aber da hattest du ja dann auch drauf verstanden, dass das trotzdem nicht abgerissen wird. So jedenfalls habe ich das verstanden. Nee. Das Einzige, worauf ich bestanden habe, dass nicht abgerissen wird, war die Uranproduktion. Nicht Produktion, sondern wo es halt geborgen wird. Ah ja, die Ecke da unten. Ja, dann war das Genau. Dann haben wir da soll ich aber auch nicht aneinander vorbeigesprochen. Egal. So, weg damit. Ja, vielleicht habe ich das ja auch gesagt. Ist ja auch egal. So, ne? Mach doch, was ihr wollt. Mir ist euch alles egal, Mensch. Bam, Junge. Kompletter Massenzug wird abgebaut. Okay. So. Erster Akku ist fertig. Die muss ich auch alle wegbauen hier. Menschens. Kinders. Da habe ich auch jetzt genug. Sehr schön. Oder mach ich noch einen fünften? Ne, ich mach 4. Ich mach 4. Ich will jetzt nicht übertreiben und 6 oder so bauen, das wäre völlig übertrieben. Alter, stell dir vor, 6? Es wäre richtig dumm, vor allem. Das macht ja keiner. Also. Ich würde mich schämen, 6 zu bauen, ne? Aber gut, dass wir das nicht gemacht haben.
Man kann das mit den Gleisen verbinden? Ich lasse das mal. Sieht funny aus. Hm? Ach, die Mauern, ja. Die Tore. Sehen wir mal hier noch so einen Roboter, einfach damit das hier sich nicht stauen kann. So, wie viel hattest du da unten eingefordert in deiner Kiste? 400, 200? Nee, 200 einfach. 200. Das ist halt einfach nur ein Stack. Jetzt geht es einmal um Pudding. Yeah. Aber das ist eigentlich auch egal. So, fertig. Okay. Ah, stimmt. Ja, das wäre dumm. Schild. Wie kann man nochmal anzeigen, was man produziert auf der Karte? Da. Baupläne-Symbole. Okay. So, damit das hier ein bisschen sicherer ist, habe ich jetzt hier noch ein paar Tore oder ein paar Zebrastreifen eingebaut, ja? Wo genau? Ein paar Zebrastreifen. Wir werden eh sterben, Cedric, das hilft nichts. Hast recht. Also machen wir, was du willst. Kannst du so ein Schild machen, ja, hier kommt Zug. Und ich so, ja, was? Leute. Vorsicht vor Zug, tot. Tja. Okay, Schilde produzieren wir nicht, dann mache ich das mal eben kurz. Bum, bum. So, ich habe keine Laser mehr. Das ist dann wie ein Roboter. Hab keine Laser mehr. Okay. Porterbecher an. Zweiter Schild. Boom, boom. Das hier. Ja. Schilde und Leichtbauteile, Alter. Leichtbauteile sind schon. Sind schon sehr leicht. Ja, die werden viel gefordert. Wie sollen wir da zum Beispiel nicht? Ach, weil der keinen Strom hat. Fehler. Fehler behoben. Danke. Sie schalten da unten, okay. Und dass es immer nur 10er Stacks sind, obwohl das Leichtbauteile sind. Die sind doch leicht. Warum so, warum 10er Stacks? Vielleicht sind die unhandlich. Unglaublich. Unglaublich. Unhandlich. Oh Mann, ey. So, daraus mache ich wieder an, Beta-Kiste, dass Cedric wieder seine Roboter-Hangare bekommt. Ja. Das kann ich hier eigentlich, das reiße ich auch weg, das brauche ich auch nicht mehr. Ja, so. Was machst du alles? Mach hier nochmal Speed-Modul rein. Speed-Modul. Speed-Modul. Ja, Stahl und Rote ist ja voll geil. Hier, nimm alles, was du brauchst, ey. Ich will Schilder haben. Wie viele Schilder habt ihr? Ich hab vier. Also Schilde. Hm? Vier Zweier. Ich hab keinen Zweier. Zweier. Push eh mit dem Panzer richtig viel. Macht Spaß. Ich dachte, ich brenne irgendwann so einen Kreis im Boden. Das wäre cool. Leider nicht. Aber die Spinne hat nicht mit, oder? Was für eine Spinne? Hat die Spinne ein Grid? Ja, glaube ich. Glaub ich. Wissen. Ja, die Spinne hat, glaube ich, ein Grid. Sehr gut, okay. Logistik. Ah ja, ja, das ist eine komplexe Situation hier unten. The fuck? Ja. Oh, hey, what did you do wrong, Junge? Er hat die Welt sicherer gemacht. Siehst du doch. Ja, die Mauern oder die Tore noch nicht da sind. Das ist so ein bisschen im Limbo. Wo werden überhaupt Tore produziert? Haben wir überhaupt eine Torproduktion? Nee, muss man mit deiner Mall gucken. Ach, soll ich eben kurz machen? Ja, mach mal bitte. So. Ich habe eine generelle Frage. Was ist mit diesen ganzen Robotern? Ah, jetzt bewegen die sich. Ah, keine Lagerkisten. Moment, ich baue ein paar.
Machen wir so eine richtige Lagerhalle, Alter. Ja, ich glaube, die haben wir schon irgendwo. Ich muss mal gucken, wo. Ja, wir haben nur drumherum, warte mal, ich kann es dir ungefähr deuten, und zwar hier. Ah, ja. Aber ich würde da eine richtige Halle machen. Keine Ahnung, vielleicht 5 von den Lagerdingern und dann drumherum bauen. Machen wir bei der Mall einen so einen Space. Da passt das gut. Ich brauche unbedingt Exoskelette noch. Du bist so viel schneller als ich. Junge, wie das Holz zu dir kommt, Cedric, guck mal. Bei der Mall. Da kommt eine richtige Holzlawine. Jo. Siehst du die? Ja. Pass auf. Gleich gibt's richtig Holz. Prepare, it's coming! Okay. Sag, Alter. So. Musst du da keine Kisten drum? Ach, hast du schon. Was fehlt noch? Exoskelett würde ich gerne machen. Hast du Tore gerade schon gebaut? Ja, ist dabei. Okay, ich mach jetzt auch nochmal ein paar per Hand. Ich muss aber noch ins Stahl reinkippen, dann kann ich die Produktion direkt kickstarten. Wo ist Stahl? Carsten, wo bist du? Kannst du anfordern. Ja, ich, Das ist ja normal. Hab ich auch, aber das dauert ein bisschen. Ich hab grad alles. Ja, ich nehme das als anderes Kissen. Cedric, der Zugverkehr steht still. Ich weiß. Wir brauchen mehr Logistikroboter. Boah, ist voll sicher, hier durchzulaufen. Logistikroboter werden schon seit gefühlt Tag 55 produziert, und zwar hier. Die werden konstant produziert, Stefan. Wir haben übrigens keine Bauroboter gerade. Die sind gerade zu wenig für den ganzen Bäumen. Das ist krass. Bauroboter ist, weil... Scheiße! Die sind in der roten Kiste. Die werden nicht... Warte mal, ich mach das mal. So, Tore sind jetzt in Produktion. Die kriegst du jetzt. Ja, die Kiste ist halt auch noch nicht voll. Warum steht ja, denn das still? Die kriegen keine Roboter hier. Wie heißen die Flugroboter-Teile? Gestelle. Die werden gerade nicht produziert. Da fehlen Batterien anscheinend. Und grüne Circuits unten. So, blau. Ja, bei den grünen Circuits bin ich gerade dabei. Und Stahl. Ja, Flammenwerfer, genau. Stahl. Also unten jetzt, ne? Ich krieg mich nämlich auch schon die ganze Zeit auf. Ich hätte gern 3 Exoskelette. Obwohl, ich habe ja schon eins drin, also 2. Oder nehme ich 4? Ich glaube, ich nehme 4 Exoskelette. Den Luxus gönne ich mir einfach. Mache ich 2 weniger Schilde. Kann ich jetzt Dings upgraden? Grüne Circuits oben auf blaue Belts. Blaue Belts. Ja, hier ist halt immer noch das Limit drin für 100. Das ist halt shit. Ja, dann fange ich an zu bauen und dann. Kannst ja schon mal einen Auftrag geben, ne? Fixen. Ja, also hier haben wir die gesamte Produktionsstätte da upgraden, weil bis ich das jetzt alles einzeln rauspicke. Aber weißt du was, ich mach das einfach einzeln, scheiß drauf. Zack. Zack. Und systematisch an. Hier kommt viel zu wenig Grüne durch. Aber da werden ja noch welche hergestellt. Das erweitert ihr ja gerade, okay. Ich hab nichts gesagt. Okay, so gut so. Du Schmock. Spaß! Deine Fingernägel einzeln rauszureißen macht Spaß. The fuck, was? Achso. Das eskaliert. Hilfe? Das eskaliert aber. Soll ich jetzt Angst haben? Hallo, das kommt aus Deponia, yo. Ach, lol, Alter, das habe ich so lange nicht mehr gehört. Trotzdem, what the fuck? Gehört, gesehen.
Ja, dann ist natürlich cool. Das ist ja gar nicht weird. Ja, ich, deswegen stell doch keine Fragen. Okay, sorry. Ja, finde ich cool, dass du dich entschuldigst. Bitte. Danke. So, das Kupfer bei der grünen Produktion wurde erstmal abgegradet. Du pflasterst erstmal unsere Base. Ja, Mann. Waren überall ein paar Lücken. Und die Produktion für die Deile? So. Jetzt werden die Elektromotoren auch endlich mal schön hergestellt. Alle an Komponenten. Also komplett durchgehend. Wurde schon der erste Stein platziert? Ah ja, wir kriegen auch gerade keinen Stahl, das muss ich auch nochmal machen. Weil was. Stahl muss ich ja bauen. So, Elektromotor. Habe ich Stahl angefordert? Ja. Ich bin gerade nicht im System hier. Ich muss Stahl eben wieder anschließen, das ist gerade nicht. Achso. Das ist so geil mit dem Auto und uranversetzter Treibstoff. Der zieht richtig durch. Das ist geil. Oh, Exoskelett. Oh, geil. Aber ich werde noch einen reinmachen, Alter. So viel schneller. Und ich laufe nicht mal auf Beton. Wie viel hast du jetzt drin? Ich habe jetzt 3 drin. Ich werde noch einen weiteren reinmachen. Ja, das ist auch mein Plan. Auch 3. So geil. Kann ich eigentlich einen herstellen? So geil. Ich flitze durch die Gegend, 2. Ey. Nee, Digga, du brauchst Geschwindigkeit. Irgendwann fuckt das richtig ab, wenn du von A nach B läufst. Oh, und nicht schnell genug bist. Da habe ich irgendwann keinen Bock mehr, weil ich dann so, ich habe schon wieder fast vergessen, weißt du? Dann platziere dir lieber ein bisschen mehr Speicherkapazität in die Birne. Nee, das kriege ich leider nicht hin. Ich muss mich an meinen Körper anpassen. Ui. Mein Körper ist halt dumm. Da kann ich nichts tun. Mein Körper ist halt dumm. Kann ich leider nichts machen. Hm. So, das wird abgegradet. 4 Exoskelette, let's go. Alter. Einige sind schon. Ja, das gefällt Papa. So, jetzt noch einen weiteren Schild. Habe ich hier noch einen? Was fehlt dir jetzt, Alter? Auch Stahl. Digga, wie schnell ich bin! Ich flitze über den Beton, Alter. Kleiner, selektiger Egoist. Ich zipp hier einfach durch. Ja, mach das auch mal, das ist so geil. Ja, ich kenne das tatsächlich schon. Oh, aber für mich reicht, wie gesagt, 2. Eieiei. Wenn die Base so groß ist. So. Irgendein Vollidiot hat irgendwas an den gelben Signs gemacht, so dass es halt auch nicht produziert werden kann. Warum? Warum habt ihr das umgestellt? Wo? Und zwar oben bei den gelben Signs. Hier kommen halt die Dingels weiter, die Rotoren. Und die waren halt vorher auf dem blauen Band. Aber irgendeiner hat das zu einem blauen Band gemacht, ja. Lol. Ja. Natürlich können wir keine Forschung machen. Ach, wieso Sönke denn nicht? Sönke ist not amused. Sönke dreht gleich durch. Ja, ich bin ein Idiot. Ich spring um. Ich erwürge ihn mit meinem Daumen und meinem kleinen Finger. Ja, wir wollen ja auch irgendwie weiterkommen, oder nicht? Hä? Stillstand ist doch Beste. Oh, jetzt sind da 4 Würmchen. Worms. So, ich glaube, das ist so ganz gut ausgerüstet. Ja, langsam gehen die voran, ne? Die haben halt auch übelste Reichweite. 48, Digga. Huh. Das, ja. Ich mach mal eine kleine Militäraufnahme. Nein! Aktion. Okay, alles easy. Obwohl, Giftkapseln brauche ich. Produziere mal ein paar Giftkapseln. Dann kann ich ein bisschen Insekten wegmachen. Weil das sieht doch gut aus. Bisschen Insekten. Endlich kommt es mal voran.
Ähnlich. Können wir Artillerie bauen oder war das tabu? Ich hab's vergessen. Nee, ist alles erlaubt. Habe ich auch schon in die Warteschlange reingemacht. Ganz zum Schluss willst du mich verarschen? Was ist denn die letzte Warteschlange? Arbeitsgeschwindigkeit finde ich super. Bremskraft. Brauchen wir wirklich Bremskraft? Eigentlich nicht so unbedingt. Können wir mal vorziehen. Machen wir Artillerie ein bisschen früher. Arbeitsroboter finde ich aber sinnvoller. 6,1 Millionen Eisen. 12 Millionen Eisen. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Öl aus? Ist das. Ja, das sieht gut aus. Brennen nicht mal alle. Ja, Öl ist in Ordnung, ne? Da haben wir gerade nicht so viel Problem. Oh. Das ist wirklich in Ordnung. Kupfer. Kupfer. Kupfer, mein Name. So, so, so. Der Bahnhof ist wahrscheinlich auch noch nicht ausgeleuchtet, ne? Nee. Der muss auch noch. Mach ich das auch nochmal ganz kurz. Wenn ich schon mal hier bin. Wäre das zu früh oder können wir den Main-Bus, also quasi von Produktion bis Anfang Main-Bus, können wir das schon auch auf Stufe 3 upgraden? Stahl kommt ja noch, ne? Stahl ist gerade sehr gut tatsächlich. Ich sehe gerade, Stahl ist überall voll. Entschuldigung, Metall. Ja, Metall, ja. Ich rede von genau. Stahl, Dima. Gut. Ja, hab ich ja. Oh, entschuldigt, reicht dir das nicht? Oh, Digga. Ja, Stahl habe ich jetzt in dem Moment gerade angeschlossen. Ah, okay, super. Siehst du, jetzt gerade läuft's wieder. Wenn wir Artillerie machen, sollten wir die Kanonenproduktion vergrößern oder denkst du, das reicht? Alter, wir müssen sowas von übelste Überproduktion an Artillerie machen. Das ist für mich das Endgame-Ziel, übelst viel Artillerie zu haben und die ganze Mauer auszustatten und richtig rein zu pushen, so mit den Dingern. Ja, okay. Das ist so ein richtig feuchter Traum, Digga. Frage mich aus einer Evolutionssicht. Wenn ich so mal die Map angucke, hier sind ja überall weiter, ne? Wohin das Auge reicht. Ja. Was essen sie? So, wie vermehren die sich? Die Pollution. Die werden ja stärker und die werden mehr jeder Pollution, die sie essen. Ich denke, das atmen die. Ja, aber das heißt ja, hier müssen irgendwelche anderen Keks existieren, die dieselbe Mission haben, sie dann ernähren. Ich meine, bevor wir hier auch gelandet sind, auf Planet 700. Ja, ich glaube, es herrscht so eine allgemeine bisschen Pollution, so ein bisschen Verschmutzung. Und das ist so ein bisschen wie so Algen oder so, die so kleine, so Wehrestiere, die halt so Krebse oder so, ich weiß nicht, wie die Plankton, die halt so Kleinstteile essen. Ich glaube, so ist das bei den Baltern. Die essen einfach alles, was in der Luft ist. Und jetzt, da wir da sind. Nee, das ist nicht offiziell. Das denke ich mir gerade aus. Eigentlich müssen die uns ja dann nicht mal angreifen, sondern als Götter verehren. Ich meine, wir geben denen Nahrung. Naja, andererseits. Von denen manipulierte Nahrung. Also klar, wir geben denen Nahrung, andererseits schlachten wir auch alle von denen ab und vernichten deren Cities, also. Die sollten uns anbeten. Was ist da? Trotzdem sind wir Götter. Da war gerade jemand. Da war gerade jemand. Ach so. Da war jemand. Oh, da knutscht die Mauer. So, ich muss mal wahrscheinlich da die Mauer weiter. Die produzieren die Pollution, indem sie die atmen und essen sie dann selber wieder. Ja. Vielleicht war das so ein Kreislauf einfach. Weißt du, die haben sich einfach gegenseitig gefressen. Und seit wir da sind, haben die alle sich vereint. Ne? Vereinte Nations of. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Planet heißt, ne? Amerika. Ich würde ihn in Amerika nennen. Ja, ist genauso hier, so eine Shithole-Country. So. Das sind die roten Punkte. Die roten Punkte sind wie in Amerika die roten Zonen der City, wo du nicht hingehen darfst, weil du da sonst überfallen wirst. Mittlerweile ist Amerika Shithole-Country. Halt bloß niemals an der roten Ampel an. Dann wird direkt das Fenster eingeschlagen und deine Sachen aus dem Kofferraum geklaut. Also was ich gerne machen würde, was mein Ziel wäre, wäre Atombomben, Atomraketen mehr gesagt. Weil dazu brauchen wir das gute Uran und davon haben wir schon 1,3K. Also wir haben genügend für richtig viele Atomraketen. Du könntest uranversetzte Kanonengeschosse bauen. Haben wir schon die ganze Zeit. Ach, haben wir schon? Oh, Leute. Okay, alles klar.
Ja, Atombomben könnten wir auch machen. Oder Raketen. Aber das Problem ist halt bei Uranversetzer, da brauchen wir halt diese, also was heißt Problem? Eigentlich ist das ja gut. Diese, wie heißt das? 235 Uran? Das LR-Uran. Genau, richtig. Ach komm. 238. Das Legendary. Yes. Ja, also wir können natürlich auch mit Atombomben um uns ballern. Ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht aus dem letzten Spielstand, dass das performance-technisch ein paar Schwierigkeiten gibt, weil diese Atombombe nicht so wirklich optimiert ist. Also sieht schon geil aus. Da kann man doch herstellen. Ja, können wir auf jeden Fall ausprobieren. Atombomben kann man doch machen, oder? Also ein paar Atombomben. Also. Es gibt hier übrigens keine Atombombenartillerie. Ja? Das ist rein Mod gewesen, das gibt es hier nicht. Ach so. Es gibt nur man die dann mit Artillerie? Mit Raketenwerfer. Oder mit Raketenwerfer? Ja. Entschuldigung, meine ich, ja. Oder mit einer Spinne oder was? Ja, die Spinne kann Raketen laden aller Art, aber du kannst auch selber einen Raketenwerfer bauen und dann selber schießen. Aber man ist doch viel zu nah dran. Ja, du hast ein Exoskelett und bist schnell, du kannst ja rennen. Digga, was? Ja, so, das ist der Standardweg, wie du Falke Atombomben hast. Was hast du denn zum ja. Du rennst dahin, schießt das ein und rennst weg. Ja. Run. Währenddessen werden deine Fersen gebrutzelt. Gut, genau dann machen so. Wir das. Digga. Müssen wir aber erstmal Raketen erforschen. Ja. Gesundheit. Oh, ich war die ganze Zeit gemutet. Ich wollte mich eigentlich muten zum Niesen, geil. Perfekt. Erstmal entmuted zum Niesen und jetzt wieder muten. Alles schön. Klar. Oh, geil. Oh, mein Augen kneist. Ich habe zu doll genießt. Das Auge kneist? Nein, mein Augen kneist. Ich weiß immer noch nicht, was er meint. Verdammt, ich weiß auch nicht, was es ist. Ein Augenkneist! Was? Ja, kenn ich nicht! Ja, ich auch nicht! Du bist Gott, der sagt! Erklär das Wort nicht mit dem Wort! Ich ja auch nicht! Ist halt auch geil! Kacke, ey. Aber was soll ich für ein Adrenalin? Adrenalin, alles klar. Artillerie-Munition machen, die Explosive oder die. Ich würde schätzen, die normale lieber. Die normale, okay. Ja, weil. Ich habe bisher auch nur die normale Uranversetzte gemacht. Davon haben wir jetzt gerade 6,4K. Das reicht erstmal völlig aus, würde ich sagen. Also erstmal, wir haben noch gar keine Artilleriemunition erforscht, das heißt, du kannst sie gar nicht bauen. Du meinst wahrscheinlich die Kanonenmunition, oder? Ja, oder? Genau, die Kanonenmunition. Okay, gut, dass wir über dasselbe reden. Kanonenmonte. Noch mal eine andere Munition. Ja, Artilleriegeschosse sind andere als die Kanonengeschosse. Okay. Gut, dann warte ich noch, bis ich weiß, wie ich die bauen kann. Leute, ich räume mir gerade ein bisschen auf. Nee, nicht wundern. Ach, und da brauche ich dann wahrscheinlich die gute Uran-Munition. Also die. Können wir mal gucken, was das da braucht. 30 dafür. So. Plastikdeckel, Alter. Naja, also Artilleriegranat brauchst du gar kein Uran. Du brauchst nur Sprengstoff, explosive Kanonengeschosse und ein Radar. Ah, okay. Die geht komplett ohne. Gibt auch kein Upgrade oder so für. Also du kannst jetzt kein uranversetzte Artilleriegeschoss oder so machen. Das gibt es nicht. Okay. Das ist rein für Raketen bedenkt. Die Raketen müssen wir auf jeden Fall machen, weil wir haben davon einfach so viel. Und wenn wir davon so viele haben, kannst du halt mit Spider-Tron-Armeen einfach reingehen und die schießen einfach alles nieder. Genau. Und dann bist du auch selber tot. So. Also höchstwahrscheinlich ja schon. Wo soll ich hinpushen? Was soll ich als nächstes anschließen? Eisen? Kupfer? Was brauchen wir? Inwiefern anschließen? Ja, ich würde gerne expandieren jetzt. Ich habe Bock zu pushen. Dann wäre wahrscheinlich Kupfer die nächste Sache, weil wir haben nur diese eine Ader. Dann und da links eine. Und wenn wir jetzt halt richtig viel so auch Science und Packs und so und ganzen Circuits, die brauchen am meisten Kupfer. Dann, ja, das da unten oder das da rechts? Die sehen sehr juicy aus. Ja, oder links halt, ne? Ja, links ist aber ja. Sehr klein. Also ich würde mich eher auf die großen fokussieren. Da hast du dann mehr für deine Zeit. Das rechts vor allem, ja, das rechts als erstes. Das hat 7 Millionen, das untere hat aber nur 4,8 und das links hat 3,2. Das ist halt
Und das ist viel kleiner. Rechts. Rechts ist auf jeden Fall mehr Prio. Hast du gerade gesagt, goddammit? Nö. Ich fand das funny. Hast du dich eingebildet? Und das fandest du funny. Lol. Ich komm einfach mit zum Pushen. Ich hab auch Bock. Ich hab mir gerade eingebildet, dass du was Witziges gesagt hast. Das war voll witzig. Ey, lach nicht. Ich mach hier gerade richtig krasse Armor-Upgrade. Also auch hier oben wird alles komplett. Ja. Ich hab da eine Art Loop oben eingebaut. Quasi hier. Und das dann links weggerissen. Ah, sehr gut, ja. Das also, ist gut. Das wird da komplett geil gemacht. Mm. Oh. Aber Alter, warte mal. Dieser eine Spucker da unten, Digga. Dann machen wir den ja auch nicht. Wo ist das? Habe ich gar keine Cola angefordert? Cola? Digga, nee, hab ich nicht. Warum nicht? Die Kohlen. Übrigens, der Planet heißt Norvis oder Nauvis. Hat er Sinko noch gesagt. Achso. Oh, ich bin für Planet Vegeta. Mit dem nächsten Update wird man dann ja auch eher die Planetennamen kennen, wenn man ja von Planet zu Planet auch mal springt. Hopp. Das ist nice. Da hat das auch endlich mal Sinn, dass der Planet einen Namen hat. Mhm. Bisher dachte ich so, warum sollte es einen Namen haben, wenn die Backstory eh nicht existiert, wirklich? Also wenn du bereit bist, können wir dann los, ne? Jo, ich gehe mit den Giftkapseln, die ich habe. Okay. Dann lass ich erstmal ein bisschen produzieren. Ich komme! Geschwind, weil ich super schnell laufen kann jetzt. Pipi und Sabrina. Das ist so geil, Mann. Ich bin so schnell mittlerweile. Ich muss meinen Panzer eben kurz vorbereiten. Diese einfach mit der Munition, also woran versetzen kann. Ja, Spaß. Ich lade den mal kurz nach, hier mit dem ganzen Scheiß. So. Raketentreibstoff habe ich leider nicht drin. Was für ein Treibstoff hast du? Uranversetzten Brennstoff. Oh ja, den brauche ich auch. Aber du hast nur einen drin, das ist viel zu wenig. Nee, das reicht vollkommen aus. Bruder. Ich kann das nicht reinmachen. Dann gib mir mal auch was ab, ich habe nur Festbrennstoff. Du kannst es anfordern, Junge. Wir haben genügend. Junge! Junge! Ja. Wenn du es schneller haben möchtest, dann holst du dir aus der Kiste, da ist was drin. Ich habe Raketen. Ja, aber gleich da ist halt auch die. Das wurde nicht geliefert. Hier, da. Da gibt's eine Kiste. Voller uranverdichtete Brennstoffzellen. Merkt ihr, was Sönke sagt? Das, was Sönke sagt. Oh, das, was Sönke sagt und eine Cola. Und Fortnite. 1,2 GB. Okay, jetzt war's das, Cedric. Das ist, du gehst zu weit. Okay, sorry. Das ist okay, ich nehme deine Entschuldigung an. Bitte. So, die rote Munition wird ja auch komplett rausgeholt. Denn rote ist bah. So, let's go. Warte. Ich muss eben kurz noch die Kampfbar einrichten. Perfekt. Was habe ich dabei? Das hier. Lass mich mal eben kurz meine Standard, die ich auch in meinem Offline-Ding jetzt habe. Komm, ich reiß da jetzt mal die alte Base weg. So, let's go. Digga, wir sind schon 2 Stunden? Alter, das ist ja was. Machen wir das Nest hier weg. Wie sind wir denn schon wieder 2 Stunden am Spielen, Digga? Das haben wir noch gerade angefangen. Verstehe ich nicht. Digga. Das macht keinen Sinn. Haben wir schon geschafft. Fake News, glaube ich nicht. Die Geschwindigkeit, mit der man feuern kann, ist mittlerweile auch so geil. So, jetzt geht's aber ab hier, du. Ups. So, ich mach den Job, den keiner machen möchte. Ich grade die Mauer ab. Ich war Stefan. Geiler dafür Job. Dafür sind wir dankbar. Ich weiß, was für ein Scheiß das ist. In mein Dankbarkeitstagebuch schreibe ich rein. Ich bin dankbar, dass Dima die Mauer abgegradet hat. Endlich. Ach, ihr macht mich ja ganz rot. Das war ein Stein. Oh, shit. Ja, so schnell die Feuerrate mittlerweile. So geil. Da liegt einfach ein random Stein rum, what the fuck? So. Hier ist abge...
abgesichert. Ich muss einmal kurz mal Panzer reparieren. So, die Munition geht einmal komplett im Kreis. Bismus. Wo sind die scheiß Werkzeuge? Oh. Da. Ich helfe dir mal, Roboter. Das dauert sonst viel zu lange. Geronimo! Man kann das so spammen, Alter. So geil. Kannst auch einfach gedrückt halten, ne? Das ist ja, mach ich auch. Okay.